Der Gründungsstein der EnviroFalk wurde 1989 tatsächlich ganz hier in der Nähe in eine Doppelgarage gelegt. Die Fokussierung und die Kernkompetenz lag damals bereits auf Herstellungs- und Produktionsprozesse, die reines Wasser als notwendigen Rohstoff zur Herstellung von qualitativ hochwertigen Produkten benötigten. Das aufwendig hergestellte Reinwasser aufzubereiten und mittels Kreislauftechnik den Prozess wieder zuzuführen, war nicht nur ein Geschäftsmodell, sondern eine echte Herzensangelegenheit. Die Anlage, die wir hier sehen, ist eine Prozesswasseraufbereitungsanlage mit verschiedenen Reinheitsstufen. Tatsächlich haben wir in der ganzen Anlage IFM-Sensoren mit der Technik iolink verbaut. Hier vorne haben wir im ersten Produktionsschritt Permeer, was wir produzieren, für den Tank dahinterliegend. Im ersten Schritt müssen wir aber für die Umkehrosmose Weichwasser produzieren. Das Weichwasser wird durch den Enthärter produziert, der sich auch vollautonom regenerieren kann mit der Sohle. Mit dem Weichwasser können wir dann die Umkehrosmose betreiben, die über das osmosische Prinzip funktioniert, ungefähr mit 10 bis 12 Bar und filtert 98 bis 99% aller Feststoffe aus dem Wasser. Im zweiten Produktionsschritt haben wir dann hier eine VE, also eine Vollentsalzungsanlage, vollentsalztes Wasser über ein Mischbettharz, wo wir dann auch die Qualität, den Leitwert mit dem LDL 101 messen. Der dritte Teil wird durch den zweiten Teil mitgeschweißt. Die Wasserqualität ist die gleiche wie im zweiten Reinigungsteil, aber wir erhitzen das Wasser nochmal. Deswegen ein isolierter Tank. Das Ganze geht in Kreisläufe zu den Waschanlagen. Hier in der Regeneration können wir die neuesten Sensoren in ganz enger Zusammenarbeit mit IFM testen. Zum Beispiel den LDL 101 Leitwertsensor und den SU Ultraschall-Durchflusssensor. Jetzt können wir dem Kunden endlich diese Technik auch zur Verfügung stellen. Die IFM-Partnerschaft besteht ja schon so lange, solange es fast EnviroFalk gibt. Also seit mehr als 30 Jahren. Und heute begleitet uns die IFM mit ihrem Leistungsportfolio, mit ihrer Kompetenz ins digitale Zeitalter. Und das ist ein extrem wichtiger Baustein für uns.